So, jetzt werde ich mal hier bei Jamendo Musik runterladen für meine Filme als Hintergrundmusik. Und das gucken wir uns dann halt mal ganz kurz an, weil ich hoffe, dass es klappt, weil ich dann nämlich auch noch gleich zeigen kann, wie ich die archiviere, damit ich dann halt beim Zitieren später das ein bisschen leichter habe. Hier oben kann man halt die Adresse erkennen von jamendo.de, das hier ist die Startseite. Wir wollen zur Musik und gucken dann mal bei Alben. Und hier hat man dann halt gleich Alben, die dann halt nach Popularität in diesem Monat geordnet sind. Das sind schon ein paar dabei, von denen ihr sicherlich sehen werdet, dass die halt auch bei meinem Video als Hintergrundmusik gedient haben. Was ich persönlich wichtig finde, ist diese Schaltfläche. Da ist nämlich die erweiterte Suche, weil es handelt sich bei dieser Musik um Musik von unter Creative Commons Lizenzen und da gibt es doch ein paar Sachen zu beachten. Und deswegen gehe ich immer auf die erweiterte Suche und klicke hier an Alben, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Und ich klicke an Alben, die als Ausgangsbasis für eine Weiterentwicklung genutzt werden können. Der zweite Punkt ist wichtig, der erste ist nicht ganz so wichtig, weil es also bei mir zumindest höchst unwahrscheinlich ist, dass ich damit mal irgendwie Geld verdienen kann, vielleicht andere Leute. Und aus diesem Grund mache ich das einfach, weil ich halt nach Möglichkeit Musik haben möchte, mit denen ich möglichst viel machen kann. Und man weiß ja da auch nie so hundertprozentig, was die Zukunft bringt. Und dann klicke ich hier auf OK und dann zeigt er wahrscheinlich jetzt auch Popularität in diesem Monat. Alben, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Alben, die als Ausgangsbasis für eine Weiterentwicklung genutzt werden können. Das ist dann schon mal um einiges besser, weil es bei Creative Commons Lizenzen, da möchte ich jetzt mal ganz kurz Wikipedia zitieren, gibt es diese Rechte-Module. Und hier haben wir die vier Module. Das ist einmal, ups, da verschwindet mein Mauszeiger. Bei, das ist Namensnennung, NC, nicht kommerziell. Und das hier ist besonders wichtig, wenn man da Filme mit unterlegen möchte. Keine Bearbeitung, no derivatives. Das ist ganz wichtig, weil die darf man auf keinen Fall verwenden, weil auch die Unterlegung eines Films mit Musik stellt eine Bearbeitung dar und darüber kann man sich halt natürlich irren. Und SA ist also Share Alike, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, dass man dann halt, wenn man zitiert, das auch nur mit diesen Lizenzbedingungen halt weitergibt. Und das ist dann halt auch wieder okay, finde ich. Also ich nehme dann meistens eine Kombination, entweder bei oder bei SA. Hier unten sieht man dann die Kombinationsmöglichkeiten. Sechs aktuelle Lizenzen. Und da ist dann halt auch immer bei Namensnennung. Wenn selbst das fehlen würde, wäre es eine Open Source. Dann könnte man damit eigentlich machen, was man will. Und hier befinden wir uns halt im Bereich des Urheberrechts und da ist natürlich dann sind bestimmte Verpflichtungen und die Mindestverpflichtung scheint hier zu sein, die Namensnennung des Künstlers, von dem man etwas übernommen hat. Dann die nächste ist bei SA, Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Bei ND, keine Bearbeitung, benutze ich nicht. Namensnennung nicht kommerziell ist eigentlich auch noch okay. Verzichte ich drauf. Das eine kann ich nicht benutzen, darf ich nicht benutzen. Bei dem verzichte ich drauf, bei der Namensnennung nicht kommerziell. Dann haben wir hier Namensnennung nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Rein theoretisch auch noch möglich. Ich verzichte darauf. Und Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung. Kann ich nicht benutzen, darf ich nicht benutzen bei meinen Filmen, weil die Unterlegung würde als Bearbeitung, als Veränderung betrachtet werden. Das ist nämlich eigentlich auch schon genau das Problem. Veränderungen, wenn man bei Wikipedia, ich zitiere das hier nochmal, da gibt es sehr viele Definitionen und dann hast du Änderung, Abwandlung, Korrektur, Modulation, Überarbeitung, Umändern, Umarbeiten und so weiter und so fort. Am besten das hier mal durchlesen, damit man da sich ein Bild von machen kann, wie schwammig dieser Begriff ist. Und aus diesem Grund war ich also am Anfang erstaunt, weil ich dachte, okay, ich verändere das ja nicht, ich lege das nur drunter, die Musik ist da ganz leise, ist vielleicht ein bisschen früher zu Ende, aber die eigentliche Musik verändere ich nicht. Fehler. Weil gerade hier, wir sind wieder zurückgekehrt, Wikipedia Creative Commons, oben in der Adresszeile sieht man das Zitat, also dass man das halt auch finden kann.
Da haben wir No Derivated Work, nicht trivial zu verstehen, Kritik und Probleme. Obwohl schon für nicht Creative Commons lizente Musik die Meinung verbreitet ist, die falsche Meinung, dass dies im Sinne der Schaffung eines neuen Gesamtwerks für die Vertonung von Filmen unter gewissen Umständen nutzbar sein kann, schließt das No Derived Work Attribut ND diese explizit aus. Eine Unterscheidung zwischen dem Modifizieren des Liedes und der Verwendung für die Vertonung von Filmen ist durch Creative Commons Attribute nur bei Nutzung der Sampling-Lizenzen möglich. Ja, gut, da beschäftige ich mich da nicht weiter mit. Ich habe das jetzt hier so gesehen von der Musik und nehme das von dem, ich weiß, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Das sollte dann irgendwie jeder so machen. Die aber für Musikstücke so gut wie nicht verwendet wird. Ne? Also da kann man dann suchen und suchen und suchen und findet dann womöglich überhaupt gar nichts oder ist unzufrieden. Sondern vor allem bei Klängen und Soundsamples verbreitet ist, die als Einzelfragmente etwa zur Schaffung von Klanglandschaften dienen. Das ist eine schöne Information. Sample-Lizenzen scheiden also ganz offensichtlich im größten Teil aus. Also wir merken uns, wir suchen bei Jamendo nach Musik Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Ebenfalls gut möglich ist nicht kommerziell, wenn man halt sowieso davon ausgeht, dass man damit nie irgendwie Kohle machen kann. Was aber pures Gift ist, wo man dann halt auch Ärger bekommen kann mit Abmahnungen, das Werk darf nicht verwendet werden. Also für Filme, überall wo ND dabei steht, das scheidet aus. Es ist also immer günstig, wenn man halt möglichst etwas sucht, woran man halt, womit man möglichst viel machen kann und da vom Urheberrecht her nicht eingeschränkt ist. Gehen wir hier wieder zurück. Dann haben wir hier eine kleine Auswahl. Alben, die für kommerzielle Zwecke genutzt werden können. Alben, die als Ausgangsbasis für eine Weiterentwicklung genutzt werden können. Und hier mache ich das dann meistens so, dass ich dann halt am Anfang einfach mal ein bisschen gucke, weil ich da, hier sind auch schon hier Person und so habe ich ja auch schon mal benutzt, was man da wählen kann. Und hier stehen die Lizenzen noch nicht hundertprozentig dabei. Ich klicke dann halt oben auf das Album, dann müsste das hier gleich mal aufnehmen. Ich hoffe, dass er heute nicht so ewig braucht. Und hier hat man deine Rechte an diesem Album, in diesem Bereich. Kann man da mal schön immer das lesen. Du darfst dieses Album kopieren, verbreiten, bewerben und vorführen, solange du Folgendes beachtest. Der Künstler muss namentlich genannt werden. Das mache ich sowieso ganz gerne, weil wenn ich schon Musik von denen habe, machen wir auch mal ein bisschen Werbung. Und alle von diesem Album abgeleiteten Werke werden unter derselben Lizenz verwendet. Na, damit kann ich leben. Ich denke, das bezieht sich dann auf mein Gesamtwerk. Finde ich nicht schlimm. Das machen wir. Und gehen also wieder nach oben. Hier oben hat man dann einen Wiedergabe-Button. Da kann man dann ein bisschen reinhören. Darauf verzichte ich meistens, ehrlich gesagt, weil ich nämlich das Zeug dann einfach erstmal ziehe, damit ich hier fertig bin. Und hinterher selektiere ich dann, wenn ich das für mein aktuelles Projekt nicht gebrauchen kann, dann überlege ich halt, oh, ich könnte es dann halt vielleicht später für was anderes benutzen. Und oder ich haue es halt einfach wieder runter, wenn es halt zu grottig ist. Aber ich habe hier sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hier ist dann halt das Herunterladefenster. Ne? Wenn man hier auf Herunterladen geklickt hat, geht das hier auf. Und da kann man dann, laden Sie das Album herunter, kostenlos, legal, unbegrenzt. Hier kann man was spenden. Das auch eine super Idee ist an und für sich, für die Künstler. Und man kann sich hier über die E-Mail-Adresse News von der jeweiligen Band, wenn die halt wieder was hochstellen, schicken lassen. Das ist halt auch eine nette Geschichte. Ich klicke jetzt einfach mal auf Herunterladen. Und dann sehen wir hier, dein Download wird vorbereitet. Hier sieht man nochmal die Lizenzbedingungen. Jetzt meldet er sich hier und möchte nochmal wissen, bist du dir sicher? Ja, bei Jamendo bin ich mir sicher, dass ich das möchte. Und dann kommt hier der Download-Button. Dann drücken wir hier auf Speichern. Dann sagt uns unser lieber Freund, wo möchtest du es denn hinhaben? Da habe ich hier oben eigentlich, schwuppsdiwupps, Downloads. Da müsste auch nichts drin sein. Und da ziehen wir uns das dann schön runter. Machen wir hier auf Speichern. Und das dauert jetzt erstmal ein paar Sekunden. Das ist ja dann auch nicht weiter das Problem. Dann können wir das Fenster hier unten in die Ecke ziehen.
Das machen wir auch noch nicht zu, weil da sehen wir nochmal die Lizenzbedingungen. Und was halt auch noch, ich möchte hier noch einen Kanal zitieren. Das ist nämlich einmal Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Das hier ist der Herr Solmecke, der hat hier auch einen Channel, mit dem er da, gerade wenn es um Abmahnung geht, wenn man irgendwann mal Probleme hat, man sollte sich nach Möglichkeit natürlich immer vorher erkundigen. Ist das zum Beispiel eine Adresse, soll aber an dieser Stelle auch als Mahnung dienen, dass man das mit den Creative Commons Lizenzen oder generell mit Lizenzen und Urheberrecht halt ernst nimmt, weil das kann halt Geld kosten und aus dem Grund erwähne ich ihn hier, weil ich erteile keine Rechtsberatung. Wer Rechtsberatung wünscht, der muss sich an einen Anwalt wenden, weil ich nämlich hier nur vorstelle, wie ich es mache und daher keine Haftung übernehme, falls das irgendjemand nachmacht und irgendwas schief läuft, also für Schäden und Folgeschäden, für Dinge, die passieren können, wenn hier irgendjemand etwas nachmacht. Und da kann man sich dann halt nicht auf das Video berufen, weil ich halt sage, ich bin Mensch, ich mache Fehler, ich stelle hier nur vor, wie ich das halt mache. Und das ist es dann ja eigentlich auch schon so insgesamt. Wie gesagt, diese Lizenzen durchlesen. Und was wirklich wichtig ist, ist Kritik und Probleme, dass man die ND-Lizenzen für Filmmusik nicht verwenden kann. Ich komme aus dem Bereich, dass ich hier kleine Filmchen mache und die mit Musik unterlegen möchte. Und aus dem Grund betrachte ich das jetzt hier nur unter diesem Blickwinkel und aus keinem anderen. Also wenn da irgendjemand was zur Musik machen möchte oder sonst irgendwas, dann ist das hier dann auch okay. Wir gucken hier nochmal ganz kurz nach. Alles, was hier sonst so stattfindet, betrachte ich natürlich als Zitat von den verschiedenen Seiten, wobei ich ausdrücklich oben darauf verweise, wir haben hier die Adresszeile für die Menschen, die das halt gerne auch angucken möchten. Warum ist das jetzt hier gerade wieder verschwunden? Hier, kleiner Kumpel, komm mal wieder. Zack, draufgeklickt, dann müsstest du doch hier im Vordergrund bleiben. Weil wir hier jetzt natürlich dann gucken, dass er auch mal fertig werden muss. Denn abgesehen von diesen Sachen mit den Creative Commons Lizenzen, die hier ablaufen, zeige ich auch noch gleich, wie ich das mit dem Abspeichern und Beschriften der Musik mache. Einfach was runterziehen und irgendwo abspeichern ist natürlich klar, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn die Datei halt in meinem Download-Ordner ist, dann entpacke ich die unter meiner öffentlichen Musik und Musikordner in der Bibliothek und ich schreibe dann, das sage ich jetzt schon mal, die Musiklizenzen immer dahinter. Da mache ich Copy and Paste, das ist ja sowieso sehr in, und dann bei Copy and Paste kann man wenigstens davon kann man sicher sein, dass die Lizenz dann richtig hinter den Titel geschrieben wird. Das hat den Vorteil, wenn man in seinem Musikordner später die Musik sucht, hinter dem jeweiligen Titel die Information steht, die man benötigt, um das Musikstück und falls dabei und verwendbar das Cover zu zitieren hat in seinem Video. Das ist also einfach eine Arbeitserleichterung und wenn man da ordentlich arbeitet, dann kann man da halt auch immer ein Stückchen weiter sicher sein, dass man nicht eventuell dann zwar was runterlädt, was man verwenden darf, aber nicht so verwenden darf. Weil wenn man eine Lizenz hat, wo dann halt der Künstler namentlich genannt werden möchte, aber zusätzlich die Einschränkung hat, dass alles nur unter denselben Bedingungen weitergegeben wird und man vergisst den letzten Punkt, dann läuft es ja leider schon wieder in die falsche Richtung. Und um dieses Fahrlässigkeitsrisiko einzuschränken, schreibe ich das dann schlicht hinter jeden Titel und hinter die Cover, wenn sie halt da vorhanden sind. Dann kann man bei der Weiterverarbeitung direkt schauen, dass man versucht, auf der sicheren Seite zu bleiben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit den Creative Commons Lizenzen als Hintergrundmusik für nichtsnutzige Filme sehr zufrieden, weil das die Methode ist, mit der man da Ärger aus dem Weg gehen kann.